BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Rund 100 Tage ist die grün-schwarze Koalition in Stuttgart mittlerweile im Amt. Jetzt hat CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt eine erste Bilanz gezogen. Er zieht ein zufriedenes Fazit. Die Arbeit gestaltet sich bisher vertrauensvoll und von beiden Seiten aus fair. Beide Seiten seien sich entgegengekommen. Die Union könne die für sie wichtigen Themenfelder innere Sicherheit, Wirtschaft und Bildung gestalten. Rund 100 Tage ist die Tinte unter dem ersten grün-schwarzen Bündnis der bundesrepublikanischen Geschichte erst trocken. Nach dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zieht jetzt auch der Chef der CDU-Landtagsfraktion Wolfgang Reinhardt eine überaus positive erste Bilanz. Ein Verschwinden der eigenen Partei, wie das bei der SPD unter Grün-Rot passiert sei, drohe nicht. Man begegne sich auf Augenhöhe. Dass wir sehr konstruktiv begonnen haben, dass sich ein vertrauensvoller und respektvoller Umgang ergeben hat. Ich finde, es ist eine Aussaat von beiden Seiten, die Frucht bringen kann in diesen folgenden 5 Jahren. Wo es gehakt habe, sei man von beiden Seiten dem anderen entgegengekommen. Das zeige auch der gerade verabschiedete 3. Nachtragshaushalt. Der habe sowohl den grünen Wunsch nach einem Extrastopp in Märklingen für die Bahnstrecke nach Ulm aufgenommen, aber auch die Unionsforderung nach mehr Geld gegen islamistische Bedrohungen. Schon zu Beginn habe die Union klargemacht, dass sie als gleich großer Partner Freiräume für Akzentsetzungen auf ihren Themenfeldern brauche. Stichwort Wirtschaft, Exportland, aber auch innere Sicherheit, Terrorabwehr und vieles mehr. Das bedeutet Migration, um einfach die großen Themen auch zu nennen, bis zu jetzt die aktuelle Diskussion auch mit Türkei, dass ich glaube, wir haben die Ressorts, wo wir unsere Handschrift, ohne jetzt in Kollision mit den Ressorts der Grünen zu geraten, auch darlegen können. Zudem habe Kretschmann im Bund eindeutig Unionspositionen bei der Erbschaftssteuer oder den sicheren Herkunftsländern bezogen. Ihm scheine sogar, dass der MP viele Unionspositionen ehrlich teile. Denn ich sehe ja jetzt in diesen Tagen, dass er lieber in die sozusagen Streitlinie mit den Grünen im Bund, mit Herrn Hofreiter, Herrn Trittin und Frau Peter geht, statt mit uns zu streiten. Als wichtig, so Reinhardt, erwiesen sich dabei zum einen die alle 2 Wochen stattfindenden Koalitionsausschusstreffen und auch die kürzlich so heftig kritisierten geheimen Nebenabsprachen neben dem Koalitionsvertrag. Der Ministerpräsident hat ja gesagt, es ist so ein Stück weit auch Streitvermeidung, damit hinterher gar nicht gestritten werden muss. Und es sei eine Erfahrung als Conclusio der 5 Jahre vorher gewesen, dass man da besser manches hätte verabredet. Wie man mit aktuellen Krisen dann umgehe, das müsse sich auf der Strecke zeigen. Koalitionen scheiterten in der Regel nicht an Inhalten, sondern an Personen und dann, wenn nicht geredet werde. Die Soko Tierschutz, ein Verein mit Sitz in Augsburg, stellt nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen den Leiter des Tübinger Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik, Nikos Logothetis. Der Vorwurf, der Institutsleiter habe vor einer Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft seinen Mitarbeitern angeordnet, das gesamte Bildmaterial der Tierversuche zu vernichten. Im Falle der Zuwiderhandlung habe er ernste Konsequenzen angedroht. Das sollen E-Mails beweisen, die der Soko Tierschutz angeblich vorliegen. Der Verein stellte deshalb Anzeige wegen des Verdachts auf Strafvereitelung und Nötigung. Boris Palmer hat mit Äußerungen zu verschärften Abschiebungen von straffällig gewordenen Flüchtlingen auch in unsichere Krisenländer für Wirbel und Empörung in der eigenen Partei gesorgt. Zur Stuttgarter Zeitung sagte Palmer, es gibt Verhaltensweisen, die dazu führen, dass man sein Aufenthaltsrecht und Schutzbedürfnis verwirkt. Wenn sich jemand nicht an elementare Regeln hält, sind wir berechtigt zu sagen, für euch greift das Asylrecht nicht mehr. Auch wenn beispielsweise Syrien nicht als sicheres Herkunftsland gelte, gäbe es auch dort Gebiete, die nicht im Krieg seien. Die UN-Flüchtlingskonvention eröffne genau diese Möglichkeit. Mit Blick auf Gewalttaten einzelner Flüchtlinge, sagte der Tübinger OB, für die Familien von Opfern sei die Antwort, dass es in Syrien eben unsicher sei, wenig befriedigend. Es sei diesen Familien auch schwer erklärbar, dass ein solcher Flüchtling die Tat habe begehen können, obwohl er zuvor schon aggressiv gewesen sei, so Palmer. Nach einem Brand in einer Jagdhütte auf dem Gebiet der Gemeinde Engstingen im Landkreis Reutlingen ist ein 61-jähriger Jäger an seinen Brandverletzungen gestorben.
Der Mann hatte in der Nacht zum 30. Juli in der Hütte übernachtet. Als er sich am frühen Morgen eine Zigarette anzündete, kam es zu einer Verpuffung. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Den Brand habe wohl mit Gas betriebene Geräte ausgelöst, die sich in der Hütte befanden. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er am Sonntag starb. Die Hütte brannte vollständig nieder. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Das Mittwochswetter in Baden-Württemberg ist durchwachsen. Zwar scheint wieder die Sonne, doch muss überall auch mit Schauern gerechnet werden. Vor allem am Bodensee und in Oberschwaben regnet es schon etwas häufiger und kräftiger. Am trockensten wird es in der Region Breisgau-Hochschwarzwald. Die höchsten Temperaturen werden in Mannheim erreicht, dort sind es 21 Grad. Auf der Schwäbischen Alb sind es nur 14 Grad. Überwiegend freundlich präsentiert sich der Donnerstag, nur im Südosten muss weiterhin mit Regen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad am Oberrhein, 19 Grad in der Landeshauptstadt und 15 Grad auf der Schwäbischen Alb. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Mama, schau mal. Mama, guck mal, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.